1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie und offene Themenrunde, Themensendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Uwe und Uwe ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Uwe. Ja, guten Morgen. Hallo Uwe, um was geht's bei dir? Ja, es geht um einen extremen Waschzwang. Extremen Waschzwang, dass ich mich 10 bis 15 Mal am Tag dusche bei jeder Gelegenheit. Und es muss schon 50 Grad das Wasser sein. Es muss 50 Grad sein? Ja, also... Und wie lange duschst du dann? Ja, mal kurz, mal lang, wie gesagt. Also wie gesagt, meine Frau sagt immer, ich muss Wasser sparen. Aber 10 bis 15 Mal auf jeden Fall am Tag. Ja, auf alle Fälle, ja. Mit einer Temperatur von mindestens 50 Grad. Ja. Wie sieht deine Haut aus, Uwe? Sehr trocken. Sehr trocken. Ich cremst du die sehr oft? Ja, natürlich creme ich mich ein. Bitte? Natürlich creme ich mich ein. Mhm. Ja. Das ist Duschen. 10 bis 15 Mal duschen. Ja. Noch öfter am Tag die Hände waschen? Ja, auch bei jeder Gelegenheit. Natürlich. Wie lange hast du das schon? Wie lange leidest du darunter? Ja, ich habe bei dir schon mal in 2006 in der Sendung gesprochen. Allerdings sehr aggressiv, jetzt spreche ich ja ruhig, wo es um weibliche Sexualstraftäter ging. Ah ja. Und es ist ja nicht nur die Mutter, die mich missbraucht hat, sondern es ist ja auch, hat ja auch Sektenmissbrauch stattgefunden. Und da sind ja die Ursachen. Meine Mutter hat das ja alles arrangiert. Sie hatte die Fäden in der Hand und ich habe, über 100 Täter und Täterinnen hinter mir. Über 100 Täter und Täterinnen hinter dir? Also es liegt ein sexueller Missbrauch bei dir vor. Ja. Das heißt, deine Mutter hat dich sexuell missbraucht? Auch, ja. Ne, da habe ich darüber gesprochen und die hat auch arrangiert, dass mich auch andere missbrauchen. Und du, meine Frage war ja gerade gewesen, wie lange leidest du darunter? Heißt das, dass du dein ganzes Leben an diesem Waschzwang leidest? Also ich habe mich als Kind schon früher sehr viel geduscht. Und gut, klar, ist normal. Und dann, wie gesagt, aber ab dem Jahr 2000, wo das Komplex hochkam mit den Traumatisierungen, fing das dann an. So oft, ich meine, als Kind habe ich mich auch 5 bis 8 Mal am Tag geduscht. Ja. Uwe, gestatte mir noch mal ein paar Rückgriffe auf diese schlimme, sehr, sehr schlimme Vergangenheit zu machen, deine Vergangenheit. Du sagst, unter anderem hat deine Mutter dich sexuell missbraucht. Ja. Was hat die Mutter mit dir gemacht damals? Erstmal hat sie mich seit Geburt an abgelehnt und keine Muttermilch zu trinken gegeben, so fing das dann auch an. Sie hat mich als Junge nie akzeptiert. Es ist auch, ich bin jahrelang in Therapie rausgekommen, dass ich habe auch, um das kurz zu machen, ich habe mit meiner Mutter kurz vor ihrem Tode nochmal Kontakt suchen müssen, weil ich sie um Entschuldigung gebeten habe. Du sie? Und sie hat das auch bestätigt, dass sie mich schon als Baby missbraucht hat. Und warum hast du um Entschuldigung gebeten? Wie bitte? Warum hast du um Entschuldigung gebeten? Nicht, dass sie sich bei mir entschuldigt. Ach so. Zumindest vor ihrem Tod. Ach so, verstehe. War gerade ein Missverständnis. Zumindestens. War das bis zum wievielten Alter hat deine Mutter sich an dir vergangen? Bis zum 22. Lebensjahr. Bis zum 22. Heißt das, dass deine leibliche Mutter dich gezwungen hat, dass du mit ihr schläfst?
Ja, ich hatte auch, das hatte ich auch 2006 gesagt, dass sie mit mir ein Inzestkind gezeugt hat, was Gott sei Dank im dritten Schwangerschaftsmonat abging, Gott sei Dank. Mhm. Allerdings habe ich auch, träume ich auch manche Nacht davon, von diesem Inzestkind, wie das aussieht, dass es so wie ich aussieht. Es ist, und natürlich träume ich auch mit meiner Mutter Geschlechtsverkehr zu haben oder mit Sektenmitgliedern oder mit anderen und so weiter. Mhm. Es ist ganz einfach eklig. Also die hat man extrem Schlimmes in deiner Kindheit und Jugend angetan. Ja, extrem und das Schlimmes. Ist auch so, dass mein Waschzwang kommt auch damals zustande, dass ich, wenn ich mich geduscht habe, dann vielleicht 10 Minuten mich einigermaßen wohlfühle. Mhm. Aber dann fängt die ganze Sache an und dann ist es auch so, ich rieche an meiner Haut, wenn ich mich selber rieche, prinzipiell nur Kot und Urin. Mhm. Weil du damals in der Zeit auch mit Kot und Urin konfrontiert worden bist. Ja, Essen, Trinken, Eingerieben und so weiter und so fort. Das haben die mit dir... einfach mit dazu, vor allen Dingen in der Sekte, was meine Mutter arrangiert hat, wurde das so gemacht. Das heißt, die Erwachsenen unter Anleitung deiner Mutter, die das arrangiert hat, haben dich dazu gezwungen, dich mit Kot einzureiben? Nee, sie nur noch. Und auch essen müssen und trinken müssen. Du hast deren Kot essen und trinken? Ja, auch, ja. Und Urin trinken müssen. Ja, ist ganz einfach eigentlich. Ja. Du bist dann von zu Hause weggekommen wie mit Anfang 20? Ja, ja natürlich. Nee, mit Anfang 20 nicht, sondern ich habe mit 25 meine Frau kennengelernt und habe dann mit 26 geheiratet. Und ja. Ist es je zu einer Strafanzeige gegen deine Mutter und die anderen Leute gekommen? Nein, eben nicht, weil meine Mutter mich so hörig gemacht hat. Mit Umbringen und Bibapo und ich habe auch Angst vor Feuer und ich habe auch Angst vor Bienen und so weiter. Alles und so weiter mit zusammen. Warst du dann, dass sie mich auch demzufolge auch in dieser Art umbringt. Und es ist. Aber die Mutter ist jetzt verstorben, das habe ich richtig verstanden. Sie ist 2004 verstorben, ja. Mhm. Bist du Einzelkind? Nein, ich bin ja, das hatte ich auch gesagt damals, meine beiden Brüder, ältesten Brüder, leben nicht mehr, die haben Selbstmord begangen. Mhm. Und mein Zwillingsbruder, zu dem ich ein akzeptantes Verhältnis habe, jetzt mit einer Weile. Mhm. Aber lieben durch ihn nicht. Ich aber immer geliebt habe, ist mein ältester Bruder, der auch Traumatisierung von der Mutter hinter sich hat. Das heißt, die Mutter hat es mit allen Kindern getan? Nein, außer mit meinem Zwillingsbruder komischerweise nicht. Mhm. Aber das weiß ich, das kann ich auch sagen, mein Zwillingsbruder ist sehr aggressiv gewesen und hat auch als Kind schon sehr aggressiv. Und da haben sie in Ruhe gelassen. Ich war eben ein ganz lieber, braver Uwe und mit mir konnten sie das machen. Wie war die Rolle des Vaters? Die Rolle des Vaters, ja. Ich habe geglaubt, dass er nichts gewusst hat. Aber er hat es gewusst, wie gesagt. Er hat alles gewusst. Er hat es so hingenommen, er hat es so akzeptiert und er war auch selber nur eine Marionette der Mutter. Lebt dein Vater auch nicht mehr? Mein Vater lebt auch nicht mehr, nein. Du hast gerade gesagt, dass du, bevor die Mutter gestorben ist, sie nochmal aufgesucht hast. Ja. Wie war dieses Gespräch? Diese Begegnung? Das war ekelhaft. Im Prinzip hat meine Mutter mich verlangt, hat meine Mutter von mir verlangt, dass ich sie drücken soll. Das habe ich abgelehnt. Da war sie eine schwerkrank, todkranke Frau. Ja, sie war im Pflegeheim, hat sie schon gelegen. Und hat sie von dir verlangt? Nicht gepflegt. Auch mein Bruder hat das erstmal übernommen, mein Zwillingsbruder, bis sie damals ins Pflegeheim kam. Hm. Ich habe meine Mutter nicht angerührt, Gottes Willen nicht. Aber sie wollte, dass du sie drückst, umarmst. Ja, habe ich nicht gemacht. Und du hast von ihr erhofft, dass sie sich... Du hast sie zur Rede gestellt. Und sie hat auch das bestätigt mit den Worten, ja, du hast ja so eine zarte Haut. Und ich wollte immer ein Mädchen haben. Das ist ja eben das Problem, dass ich ja auch, das hatte ich auch erzählt, in Mädchenklamotten gesteckt wurde. Mhm. Und auch mit Mädchenspielzeug spielen musste bis zum 5. Lebensjahr. Mhm. Es ist eben
diese Dinge und manchmal weiß ich auch nicht, ob ich Männlein oder Weiblein bin in manchen Situationen. Deine Mutter hat aber quasi auf ihrem Sterbebett kein Wort der Entschuldigung gesagt, gar nichts. Nein. Dann bist du aus dem Zimmer rausgegangen, mit welchen letzten Worten? Überhaupt nicht, geschwiegen. Geschwiegen und geweint. Als sie verstorben war, war das für dich eine Genugtuung? Das war eine Genugtuung, ja. Das hat von den Angehörigen, die damals zur Beerdigung waren, keiner verstanden. Es hat auch mein Zwillingsbruder nicht verstanden. Mittlerweile versteht er es jetzt, wie gesagt, mit einer gewissen weiträumigen Akzeptanz. Aber gut, ich war auch zu der Beerdigung. Diese Beerdigung war für mich eine Qual. Ich war eben dorthin gegangen. Ja, dass du überhaupt hingegangen bist. Ja, bei meinem Zwillingsbruder. Ich habe es meinem Zwillingsbruder zu Liebe getan. Was heißt zu Liebe getan? Dass ich eben halt dort war. Jetzt ist das natürlich völlig klar, woher das kommt, was du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass du 10 bis 15 Mal am Tag dich unter die Dusche stellst bei mindestens 50 Grad. Du warst in psychologischer Behandlung schon? Ich bin immer noch. Ich bin immer noch und es ist sehr schwer wegzubekommen und die Therapeutin weiß das auch. Im Prinzip, sie hat gesagt, es ist ein langer Prozess und ich habe auch, ich kann das im Prinzip nicht akzeptieren. Gut, ich bin schon seit 2000 in Therapie, aber wie gesagt, es dauert noch eine Weile und ich hoffe auf Besserung und ich hoffe, dass ich damit leben lerne. Ich hoffe es. Weißt du, Uwe, bei der unfassbaren Dramatik deines Falles, deiner Biografie, deines Lebens und auch schon deinen Anstrengungen, auch durch therapeutische Hilfe da rauszukommen, bin ich jetzt etwas beschämt, weil ich glaube, dass wir dir nicht weiterhelfen können, weil du sicherlich schon alles weißt, was man tun kann in diesem Bereich. Im Prinzip ja, aber ich habe jetzt eine Therapeutin, die neue Dinge mit sich bringt, die an sich nicht an mir ausprobiert, sondern die ganz einfach Dinge wagt, um mit meinen multiplen Anteilen zum Beispiel zu arbeiten, was ich noch nie erfahren habe und so weiter und so fort. Und das gibt mir Hoffnung, weil was hast du dir ich ja öfters auch in Anteile reinrutsche, in kindliche Anteile, die dramatisch erworben haben. Was hast du dir von dem Anruf erhofft in meiner Sendung heute? Ganz einfach, es werden ja auch andere zuhören und ich möchte Mut machen, ich habe viele Selbstmordversuche hinter mir. Ich möchte denen, die zuhören, Mut machen, egal was sie erfahren haben, weiterzukämpfen. Und ich kämpfe jeden Tag, um dass ich lebe. Und für mich lohnt sich nicht zu leben, aber ich tue es meinen Kindern zuliebe. Und was soll's? Und das sollten eben andere auch tun. Das ist sehr beeindruckend, dass du das mit deiner Geschichte so sagst. Finde ich sehr beeindruckend. Sag mal so, ich habe mir, es ist in dem Sinne, wie viele Kinder hast du? Es ist eben halt schwer. Ja, wie viele Kinder hast du, Uwe? Ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Ich möchte es trotzdem doch auch nochmal versuchen, dass wir auch im Hintergrund nochmal mit dir sprechen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeinen Anstoß oder eine Idee, die wir dir noch mitteilen können. Ja. Dass du in dieser Weise den Menschen Mut zusprechen möchtest, die Ähnliches, Traumatisches erlebt haben, finde ich ausgesprochen respektabel. Ausgesprochen respektabel. Ja. Und mir bleibt zu sagen, Uwe, dass ich vor deinem Schicksal großen Respekt habe und vor deiner Leistung, dich durchzuschlagen und es zu schaffen, immer wieder zu schaffen. Ich wünsche dir wirklich alles Glück und alles Gute dieser Welt, wo du so wenig Gutes früher erfahren hast. Ich muss natürlich auch sagen, es kann natürlich auch, die Nerven durchgehen, dass ich mich umbringe. Ich kämpfe jeden Tag, dass ich mich nicht umbringe. Und es ist jeden Tag ist es nur Kampf und Krampf. Aber was soll es? Ich habe zwei Kinder und für die tue ich das nicht für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andere sollen trotzdem Mut schöpfen und
wenn es mir nicht gelingen sollte, dann ist es so. Aber ich hoffe, dass es mir gelingt. Mhm. Lieber Uwe, dann möchte ich dich bitten aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, danke. Und möchte dir nochmal alles Gute, erdenklich Gute wünschen. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte in die Mail eure Telefonnummer reinschreiben. Kleiner Hinweis zwischendurch, wir sind morgen Nacht nicht da, weil in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist. Aber dann natürlich wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. So. Und jetzt begrüße ich herzlich die Käthe. Und Käthe ist 58 Jahre alt. Guten Morgen, Käthe. Hallo. Hallo, Käthe. Ja, schön, dass ich dich mal spreche, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ich sehe immer jede Sendung fast, wenn ich kann. Mhm. Und was geht's denn bei dir? Mir ist was ganz Komisches passiert mit meinen 58 Jahren. Ich arbeite in einem Callcenter und von einem Versandhaus. Wir rufen da auch ab und zu Kunden an, weil sie bestimmte Vorteile haben können und so. Und gestern ist mir was ganz Komisches passiert. Eigentlich wollte ich die Frau haben und da war der Ehemann dran. Mhm. Gestern. Und dann kamen wir uns ins Gespräch und so ganz normal hier eben, was so ablaufen soll. Aber der hat mich so verwickelt in so ein Gespräch. Zum Schluss hat er mir seine Telefonnummern gegeben von der Arbeit und auch privat noch eine andere. Und jedenfalls, als ich nach Hause kam, hat mich das so irgendwie beschäftigt. Und heute habe ich ihn angerufen. Privat? Ja. Also aus einer anderen Nummer dann? Ja. 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 und wir hatten uns gestern eigentlich schon ganz nett unterhalten und heute wieder. Und ich bin irgendwie ganz aufgewühlt. Ich hätte mir das gar nicht gedacht. Dass sowas passieren kann. Du lebst alleine? Ja, ja. Mein Mann, ich bin verwitwet, mein Mann ist gestorben, also aber ich denke, das wird nicht der Grund sein. Nee, ich frage dich nur, ich wollte nur mal wissen, wie die Verhältnisse sind. Dass ich so hier irgendwie von dem Mann so irgendwie begeistert also, oder fasziniert oder ich weiß nicht, wie ich bin. Ihr beiden habt richtig geflirtet am Telefon? Ja, geflirtet, wir haben uns... Irgendwo, gut verstanden zumindest. Ja. Gleich so irgendwie. Und irgendwie hat es dich mehr interessiert und du bist so einen kleinen Tick verknallt, kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich verknallt bin, das kann ich gar nicht sagen. Ja, irgendwie irritiert. Ja, also das hat mich, ich hätte nicht gedacht, dass ein sowas... Immerhin hast du wieder angerufen, du hast ja angerufen. Genau, ne? genau. Ja, jetzt habt ihr angerufen, habt euch wieder gut unterhalten. Wie lange habt ihr gesprochen miteinander? Ah, naja, 10 Minuten. 10 Minuten. Vielleicht. Und er dann? Meinte dann noch, naja, ich soll ihm mal meine Telefonnummer geben, ich habe aber... extra Rufnummer Unterdrückung gemacht, damit er das nicht unbedingt rauskriegt. So weit weg wohnt er gar nicht von mir. Also. Also. Und. Aber ihr habt euch jetzt nicht irgendwie schon verabredet oder irgendwie? Nein, aber er hat schon angesprochen, auch wir können noch uns mal treffen und so alles. Aber da war ich noch, ich weiß nicht, da bin ich ja noch ein bisschen... Er ist verheiratet offensichtlich, ne? Das nehme ich an, nimmst du an? Aber da hat er gar nichts zu gesagt, wie die Verhältnisse da so sind und... Da haben wir gar nicht so hier in dem Sinne, ich weiß, der hat ja eine Tochter. Ja. Soweit haben wir uns unterhalten und dass er eben, was er beruflich macht und was er früher gemacht hat. Und ich habe so erzählt, was ich so alles gemacht habe. Ja. Hat er gesagt, wie alt er ist? Ja, er ist 55. Ja, passt doch. Ja. Ist schon irgendwie neckig. Unsere Käthe, das ist ein Ding. Mann. Wollte das nur mal sagen, wie so ein Telefongespräch. Ein Telefonat. Eigentlich ganz normale Sachen, die man sich so unterhält, wie einen das bewegen kann. Mhm. Na? Ich glaube auch, dass das irgendwelche Signale sind, die man gar nicht so erkennt, die da gegenseitig ausgesendet werden. Ja, ja. Aber ich glaube, man empfängt die auch nur, wenn man bereit ist dazu, wenn man vielleicht so ein bisschen suchend auch ist. Ich weiß nicht. Also eigentlich dachte ich immer, ich suche nicht. Naja. Gar nicht. Aber irgendwie war das so ein, irgendwie, das hat mich dermaßen angesprochen und berührt und mich irgendwie. Ja. Aus der Bahn fast geworfen. Also, aus der Bahn kann man nicht so sagen. Mir musst du aber nicht...
dass man so dran denkt, ne? Ja, mir musst du nicht erzählen, was Stimmen bewirken können. Ja. Wo ich ja so viele Stimmen immer höre. Ja, ja. Also das ist schon eine große... Und gerade wie wir uns unterhalten haben, und dann habe ich gedacht, da musst du doch mal mit jemandem drüber reden, wie sowas passieren kann. Aber ihr habt nur so geplaudert, also es war noch nicht irgendwie was ganz... Nein, so gar nett nicht unterhalten. Ich denke mal, ich werde sicher nächste Woche oder so nochmal anrufen. Ja. Schauen wir mal. Und aber ich habe da eigentlich nicht so Absichten oder so. Ich denke da noch nicht so an, ja, an sowas, ne? Aber nur ganz im Ernst, sei vorsichtig. Ja. Vorsicht ist wirklich das oberste Gebot. Ja, das sowieso. Wenn du dich irgendwie mit dem treffen solltest, treff dich auf jeden Fall irgendwo in einem öffentlichen Rahmen, in einem Café oder so. Ja. Sonst lass es doch langsam. Aber es ist schon irgendwie, wenn man immer so denkt, ja, über Chat oder so, ne? Ja, ja. Da denkt man immer, ach, das kann doch gar nicht so sein. Ja, ja, ja. Aber das war ein ganz belangloses Gespräch. Und es bewegt einen hinterher und man denkt so nach und es prägt sich so und dass man irgendwie denkt, also ich finde das ganz interessant, was du erzählst. Ja, ich finde es auch. Vielleicht auch den Zuhörern und Zuschauern. Ne, sowas kann alles passieren. Alles kann passieren. 58 aber noch. Na, hör mal, das ist doch kein Alter. Na, schauen wir mal. Naja. Also bleib mal so vorsichtig am Ball. Ja. Und sollten sich noch gravierende Dinge entwickeln, würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal melden würdest. Naja, schauen wir mal. Dann wünsche ich ganz einfach viel Glück, Käthe. Ja, ich dir auch. So, alles Gute. Und schön immer bei der Sendung bleiben. Ja. Ich schaue, wenn ich kann, jeden Abend. Ne? Das freut mich sehr. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Gabriele, 57. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, Gabriele, grüße dich. Schön, dass du da bist. Das ist ja jetzt ein Ding, dass ich so schnell in deine Sendung gekommen bin, Jürgen. Dankeschön. Um was geht's denn bei dir? Ja, Jürgen, ich habe seit Juli vorigen Jahres ein Problem. Das heißt, eigentlich schon ein bisschen länger, aber ich bin im Juli an Krebs erkrankt. Mhm. Und zwar an einem Non-Hodgkin-Lymphom. Das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Hab Chemo und Bestrahlung hinter mir. Und bin jetzt ein bisschen dicker geworden, Haare sind raus und mein Lebenspartner sagte mir heute, dass ich für ihn unattraktiv geworden bin. Aufgrund der Erkrankung? Ja. Wie lange warst du mit dem zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Und er sagt dir, du bist für ihn unattraktiv geworden? Was ist denn das für ein Kerl? Ja. Was ist denn meine das für ein Kerl? Meine Kinder haben mir heute auch gesagt, ich habe mit meiner Tochter schon gesprochen, aber ich bin sowas von unglücklich. Ich liebe diesen Mann. Und ihr hattet eine gute Beziehung all die Jahre? Ja. Du sagst es ein bisschen zögerlich. Ja, weil ich wusste, dass er eigentlich attraktive und schlanke und sportliche Frauen mag. Und ich war eigentlich auch dieser Typ. Bis dahin. Wie alt ist er? Auch 57. Als du voriges Jahr diese schlimme Diagnose gesagt bekommen hast, wie hat er denn da reagiert? Naja, für ihn lief das Leben so weiter wie bisher. Ich war zur Chemo und bin dann auch immer mal nach Hause gefahren und plötzlich hatte ich auch das Gefühl, mich zu Hause nicht mehr wohl zu fühlen, weil ich ja nicht mehr sauber gemacht habe und ihm alles so hergerichtet habe wie vorher. Und er hat nicht sauber gemacht. Und er hat es dir nicht alles gerichtet, wenn du dann aus dem Krankenhaus kamst. So wie sich das eigentlich gehört. Er muss ja auch arbeiten gehen. Ist ja völlig egal. Ja, das kam alles heute so zum Gespräch. Das heißt? Er braucht für mich eine Welt zusammen. Mhm. Heute Nachmittag, heute Vormittag? Ja, heute Abend. Mhm. Wo ist er jetzt? Der schläft. Der schläft. Ganz ruhig, wie immer. Das heißt, er will jetzt auch aus der gemeinsamen Wohnung raus? Nein, ich wohne mit ihm zusammen. Das ist wieder eine andere Sache. Er hat mich kennengelernt und ist in meine Wohnung gezogen. Mhm. Und das gefiel ihm nicht. Und dann hat er sich ein Haus gekauft. Mhm. Und ich bin mit ihm in sein Haus gezogen. In dem du jetzt gerade auch bist? Ja. Das heißt, du musst dann da raus, oder wie? Ja. Hast du deine Wohnung noch? Nein. Nein. Domian, 10 Jahre. Nein, natürlich nicht. Was für eine Frage, du hast recht. Ja. Ich bin fassungslos, Gabriele. Na. Das heißt, der Mann, was ja auch normal ist, wenn ein Partner schwer erkrankt,
dass der Partner dann besonders sich um den anderen kümmert und zu ihm steht, das war schon alles überhaupt nicht so voriges Jahr. Ja, ja. Ich habe ja dann auch immer mal Fragen gestellt und das wurde dann gleich als Eifersucht oder Nachspionieren ausgelegt und dann ich wusste nachher nicht mehr weiter und dass es jetzt eskaliert ist. Weißt du was, Gabriele? Ich glaube ja, wenn jemand so drauf ist. Ja. Dann hätte man das auch früher in den sogenannten guten Zeiten irgendwie auch schon merken müssen, dass das so ein Egoist ist. Ja, muss ich ja ganz ehrlich jetzt sagen, habe ich auch, aber ich habe es ignoriert. Verstehe. Und wie gesagt, ich liebe ja diesen Mann. Mhm. Also dir war schon öfters mal so klar, das ist schon ein absoluter Narzisst oder ein egozentrischer Mensch, dem geht es nur um sich. Aber du hast es zur Seite geschoben, weil es funktioniert ja alles irgendwie. Ja, und ich habe mich auch wohl gefühlt. Es ist ein Garten dabei und das Haus, das ist ein altes Haus und wir haben beide daran gearbeitet und es war auch sehr schön, das herzurichten. Und, naja. Das ist ja so auch meine Überzeugung. Man kann 1000 tolle Freunde um sich herum haben und weiß ich was. In dem Moment, wo du wirklich in Not gerätst, in materielle Not oder in eine schwere Erkrankung, da erweist sich, wer dein Freund ist oder wer dich wirklich liebt. Dann zeigt es sich. Ja, genau. Also ich war schon sehr deprimiert. Jetzt sag mir doch erstmal, wie es dir gesundheitlich im Moment geht. Naja, weißt du, Domian, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich wusste, man wird mir helfen und ich werde wieder gesund. Das ist ja eigentlich ein Krebs, soweit ich informiert bin, wenn man ihn rechtzeitig erkennt, wo die Heilungschancen relativ hoch sind. Ja, das hoffe ich ja auch und ich denke mal auch, dass es auch so kommen wird. Mhm. Also du bist auf gutem Wege. Mein Aussehen hat sich eben doch verändert. Natürlich, ja klar. Aber die medizinische Behandlung ist im Moment in so einer Phase, wo man durchaus sehr hoffnungsvoll sein kann. Ja, ich bin jetzt aus der Behandlung raus. Ich bin nur noch unter Kontrolle. Mhm. Alles für ein Jahr. Mhm. Und bis jetzt sieht es so gut aus. Mhm. Mhm. Ich verstehe, das hat dich aus deiner Illusion herausgehauen, die du hattest. Ja. Das glaube ich. Absolut. Mhm. Ganz absolut. Mhm. Vielleicht ist das ja sogar alles gar nicht so schlecht im Moment. Das heißt, du hast gute Chancen, die Krankheit zu besiegen. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Und hast jetzt die Chance, auch wirklich einen ganz neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Wenn es so einfach wäre. Ja, sicher, sicher. Vielleicht und wahrscheinlich zunächst einmal alleine. Aber ich finde alleine besser, als so einen Egoisten an der eigenen Seite zu haben. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, Domian. Weißt du, das ist nicht mein erster Neuanfang. Ja. Ich habe auch schon sehr viele Tiefschläge erlitten. Ich glaube es. Ich will es auch gar nicht kleinreden, missverstehe es nicht. Als ich 40 geworden bin, oder, 47, da habe ich diesen Mann kennengelernt und als ich 40 geworden bin, ist mein damaliger Mann an Gehirnhautentzündung erkrankt und ist dann 7 Jahre später verstorben. Oh, dann hast du aber auch. Habe ich dann diesen Mann kennengelernt und habe gedacht, naja, gut, das ist das jetzt, wo du alt werden kannst mit ihm. Aber scheinbar war es das nicht. Weißt du, aber in all der ganzen Misere höre ich einfach ein Glück daraus, nämlich, dass du die Chance hast, gesund zu werden. Ja. Ja, das finde ich schon. Aber ich muss dann wieder neu anfangen. Musst du, ja. Alles, musst du. Nee, Domian, ich bin so fertig. Mhm. Ist das denn jetzt für ihn alles sonnenklar? Da gibt es auch gar nichts mehr zu diskutieren. Nein, also für mich auf jeden Fall nicht. Nach dem, was er mir heute gesagt hat, dass ich zu fett und unattraktiv geworden bin. Ich meine, ich bin nicht fett. Ich war immer sehr schlank und habe ein paar Kilo zugenommen. Mhm. Gut, ich wiege bei 1,74 Meter, 76 Kilo. Mhm. Da sagt mir jemand, dass ich zu fett und unfassbar, attraktiv bin. Unfassbar. Was für ein Kerl. Ja. Ich sage jetzt auch mal ganz einfach, was für ein mieser Kerl. Ja. Also das ist für mich unglaublich, wie man so einen Menschen behandeln kann, mit dem man 10 Jahre zusammen war und der eine so schwere Erkrankung hat. Ja. Du hast gerade du hast Kinder? Ja. Wie viel? Ja. Wie viel? 4. 4 Kinder? Ja. Wie alt sind die? Von bis? Oh, die Älteste wird im nächsten Jahr 40.
40 schon? Ich ja früh bekommen. Ah ja, du bist 57. Naja, der Jüngste wird 30. Können dir denn jetzt die Kinder nicht ein bisschen helfen bei dem Neustart? Ja, machen sie ja natürlich auch, aber ich bin trotzdem du, am Boden zerstört. Aber du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern. Ganz schlecht, ja. Sehr gute. Sehr gutes. Auch, ja. Auch positiv. Ja. Lass uns mal einfach so die positiven Dinge gucken, angucken. Mhm. Du hast 4 Kinder, zu denen du ein gutes Verhältnis hast. Ja. Was für ein Glück, Gabriele. Das finde ich auch. Ja, was für ein Glück. Ja, aber das zieht mich doch sehr in die Tiefe. Verstehe. Dass diese Beziehung jetzt nicht so hinhaut. Verstehe. Das ist ja auch, also haut einen ja auch erstmal um. Ja. Aber versuche doch einfach mal wirklich immer das Gute dem entgegenzustellen, was du Gutes in deinem Leben hast im Moment. Und ich garantiere dir, wenn du die ersten Schritte getan hast, die sicherlich jetzt auch schwer sind, neue Wohnung und weiß ich was alles, dass du dich stabilisieren wirst. Ich bin ganz sicher. Ich bin absolut. Du wirst auch irgendwann in die Wutphase kommen auf diesen Kerl. Hm. Und dann geht's dir so gut, wenn du erstmal richtig wütend bist. Und noch besser geht's dir, wenn dir der irgendwann völlig egal ist. Du bist ja im Moment noch unter Schock, stehst du ja. Der hat dir das ja heute erst gesagt. Ja. Sicher, es war in den letzten Tagen natürlich immer ein bisschen Streit vorangegangen. Ich hatte dann auch am 14. Mai Geburtstag. Mhm. Und das war alles nicht so prickelnd. Ich meine, ich musste alles selber machen und tun und naja. Wie ist das denn? Ihr seid ja nicht verheiratet, ne? Nein. Nee. Wie ist das finanziell? Kommst du finanziell alleine auch über die Runden? Ja, ich habe meinen Mann verloren. Ich habe Witwenrente und habe noch einen guten Nebenjob. Mhm. Und erhalte jetzt auch Erwerbsunfähigkeitsrente. Habe ich heute einen Bescheid bekommen. Ja, also auch noch was Gutes. Das heißt, materiell musst du dir auch keine ganz großen Sorgen machen. Ja, ja. Mhm. Das war heute eigentlich auch der Grund, dass ich gesagt habe, na gut, dann kannst du wirklich alleine klarkommen. Mhm. Ja, dann ist es ganz die nächste Aktion, dass du dir so schnell wie möglich eine Wohnung suchst. Ach du, ja. Ja. Organisier dir ein, zwei von deinen Kindern, die dir dabei helfen. Ich weiß nicht, wo du wohnst, ob es da leicht ist, Wohnungen zu finden. Und da musst du da jetzt, Mensch, du hast ein Jahr gegen den Krebs gekämpft, Gabriele. Und das hast du jetzt schon so gut geschafft. Da schaffst du jetzt auch noch, diesen Kerl zu überwinden. Und das ist ein Kerl. Ja. Das ist sehr schwer, Domian. Weiß ich. Es ist schwer, aber es ist möglich. Willst du denn vor dem Kerl in die Knie gehen und jetzt aufgeben? Mhm. Nee. Nee. Ja, das sind immer noch diese Restgefühle, die man hat. Ne? Ja, verstehe ich auch. Nach 10 Jahren. Ich selber nicht, aber naja. Aber weißt du, das Einzige, was du jetzt tun musst, du musst dich jetzt in Aktivitäten stürzen. Du darfst jetzt nicht da sitzen und deine Wunden lecken. Ja. Du musst sofort loslegen jetzt mit Organisieren. Und jeder Tag, den du eher weg bist da aus dem Haus, geht's dir, ist es für dich besser und geht's dir besser. Mhm. Ich weiß, alles schwer. Aber, und was ich finde nochmal, ich will es nochmal sagen, halt dir, du bist so traurig im Moment, halt dir einfach all das Gute entgegen, was im Moment da ist in deinem Leben. Ja. So, und jetzt möchte ich auch dennoch, dass meine Psychologin, die Anja, nochmal mit dir spricht. Das wäre sehr nett, Domian. Ja, das machen wir sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi. Sag mal, noch eine Frage. Ja. Die sagen immer alle Domian und ich jetzt auch, aber du bist ja Jürgen, ne? Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Nichts, nee, das macht man gar nicht. Ich bin früher auch schon mit Domian angesprochen worden. Insofern ist es völlig in Ordnung. Macht wie es euch über die Lippen geht. Ich finde deine Sendung sehr toll und ich sehe sie auch sehr, sehr, sehr oft. Ich danke dir sehr herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Domian. Wünsche ich dir auch. Und wir melden uns gleich bei dir. Tschüss. Und hier ist die Tina. Tina ist 18. Hallo, Tina. Hallo, Tina. Tina ist nicht mehr da. Dann machen wir weiter mit Susanne. Und Susanne ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Susanne, grüße dich. Ich bin ein bisschen viel aufgeregt. Das macht nichts. Das vergeht gleich. Sage ich voraus. Ach, ja, um was geht's denn? Ich habe versucht, durchzukommen. Sag mal so ein Stichwort, um was es geht. Ja, also das geht. Ich sperre mich selbst in meiner Wohnung an. Du sperrst dich selbst in der Wohnung ein? Ja, ich gehe fast gar nicht raus. Also kann man vielleicht einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat gehe ich aus meiner Wohnung raus. Dann immer bis zum Briefkasten schaffe ich das manchmal. Und wie ernährst du dich? Wie schaffst du Lebensmittel in deine Wohnung? Ja, gehe ich schon mal einkaufen, aber dann kurz vor Feierabend immer. Also ich habe direkt den Pennymarkt hier um die Ecke. Mhm. Brauche ich nur über die Straße gehen, dann bin ich schon da.
Und warum ziehst du dich so in deine Wohnung zurück? Ja, wie soll ich erklären? Ich habe totale Angstzustände. Mhm. Also ich bin krank. Also ich habe mehrere Krankheiten. Ich war auch schon mal in der psychosomatischen Klinik. Mhm. Aber da konnten sie mir nicht helfen. Also das ist eine seelische Erkrankung. Ja. Ja. Mhm. Also ich habe viel in meiner Kindheit erlebt. Du hast Angst vor Menschen, wenn du nach draußen gehst? Ich möchte gerne unter Menschen sein. Mhm. Ich möchte mich auch gerne unterhalten, aber ich habe Angst vor Menschen, weil ich immer wehgetan wurde. Und aber da muss es für dich doch auch schon eine Tortur sein, da in den Supermarkt zu gehen. Ja, natürlich, da muss ich richtig planen. Mhm. Also wenn ich weiß, ich muss morgen was einkaufen, dann muss ich schon abends, dann den ganzen Abend oder den ganzen Tag über, rede ich mir ein, ich muss morgen einkaufen. Ich bin jetzt mal gerade davon ausgegangen, das wird wohl auch so sein, dass du alleine lebst. Ich lebe mit meinem Sohn, der ist 16 Jahre. Ach so. Ja. Na gut, dann kannst du den ja auch einkaufen schicken, wenn du gar nicht kannst. Ja, der geht schon mal, aber der hat auch mittlerweile eine Freundin, der kommt von der Schule, dann macht er Hausaufgaben, dann ich kann ihn ja nicht hier auch einsperren oder so. Ne? Wie lange leidest du denn unter dieser Angst vor Menschen, unter dieser Phobie, sage ich mal, schon? Ja, schon eigentlich 8 Jahre, 9 Jahre. 8, 9 Jahre. Fing das schleichend an, so allmählich? Nee, ich habe mich schon als Kind immer zurückgezogen. So. Mhm. Ich wurde auch von meiner Mutter viel geschlagen und eingesperrt. Ja, und dann habe ich eine scheiß Ehe auf Deutsch gesagt gehabt. Das heißt, du hast Gewalt in der Kindheit erfahren? Ja, auch in meiner Ehe. Bitte? In meiner Ehe auch. In der Ehe auch. Mhm. Ja, und dann habe ich wieder in eine Partnerschaft eingegangen und da habe ich extreme Gewalt erfahren. Was heißt extreme Gewalt? Also Vergewaltigung, dann wollte derjenige mich auf den Strich schicken. Mhm. Dann hat er mich mit dem Messer gestochen, das ging über 7 Jahre. Alles in der Ehe? Nee, das war keine Ehe, das war nur eine Beziehung. Ach so, war eine Beziehung. Mhm. Ja. Wie bist du von diesem Mann wieder losgekommen? Da wohnte ich in Frankfurt, da war ein amerikanischer Soldat. Das war ein amerikanischer Soldat? Ja, ja. Mhm. Wie soll ich das erklären? Ich habe denen alles erzählt von meiner Kindheit, von meiner Ehe. Mhm. Und der hat total zu mir gehalten und ich habe mich auch total in den verliebt. Mhm. Ja, und dann hat er so langsam, wo er mein Vertrauen hatte, hat er das langsam missbraucht. Mhm. Und wie hast du es geschafft, dann wieder von ihm loszukommen? Er wollte auch nie, dass ich arbeiten gehe, bin ich auch jahrelang nicht gegangen. Und dann habe ich mir einfach eine Arbeitsstelle gesucht und bin arbeiten gegangen und dann habe ich den Mut gefasst, den anzuzeigen. Ach so, das hast du gemacht? Das habe ich geschafft. Und was ist daraus geworden? Ja, der wurde angezeigt, der ist dann ausgewiesen worden nach Amerika. Mhm. Der hat seine Arbeit auch alles verloren. Mhm. Nachdem ich ihn angezeigt habe, ist er erst noch in Deutschland geblieben und hat noch Psychoterror gemacht. Und wollte ich gerade fragen, ja. Talking, hat mir ein Stück von Haare abgeschnitten, hat mich aufgelauert an der Ecke. Also ich habe ständig unter Angst gelebt, ständig. Du hast gerade gesagt, dass der versucht hat, dich auf den Strich zu schicken. Ja. Ist ihm das gelungen? Nein, der hat mich im Bordell hingebracht. Aber du hast nicht gearbeitet? Nein, ich hab da mich hingesetzt und habe aber kein Geld verdient. Ja, und wenn ich nach Hause kam, dann hat er mich natürlich wieder zusammengekloppt. Mhm. Dann ist natürlich auch so im ersten Moment schon klar, dass das wahrscheinlich unter anderem die Ursachen sind für deine seelische Erkrankung, die du zurzeit hast. Angefangen von der Kindheit. Aber das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her, aber wird immer schlimmer bei mir. Was meinst du, wie viele Menschen seelisch erkrankt sind, weil man die Seele in der Kindheit verletzt hat? Ich kriege auch schon Rente da drauf, ich erwerf mir nur eine Rente. So, jetzt ist natürlich die Frage, du bist ja erst 48 Jahre alt, du bist ja kein... Ja, ich möchte ja noch leben, Domian. Eben, Ich bin ein kommunikativer Mensch. Ja. Ich bin intelligent, sehr intelligent sogar. Mein Sohn habe ich auch alles beigebracht. Der ist gut in der Schule, der will jetzt studieren und alles. Hast du denn schon ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Ja, die letzte vor 2 Jahren, aber da hatte ich nur Gruppentherapie und da war nur mit Touren und Sport und Tai Chi und Qigong und sowas. Ich glaube auch, nach meiner laienhaften Einschätzung, dass eine Gruppentherapie in deinem Fall nun wirklich nicht das Richtige ist. Ich finde, du musst nochmal neu etwas unternehmen. Ja, ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen soll. Da würden wir dich sehr gerne jetzt gleich im Hintergrund beraten. Weil ich war bei so einem Arzt von der Rentenversicherungsanstalt. Mhm.
Und wegen meiner Rente da, der musste mich ja mal untersuchen. Und der war so frech zu mir, der Psychologe da. Mhm. Der hat gesagt, halten Sie mal die Klappe, setzen Sie sich mal dahin. Da habe ich schon wieder Panik gekriegt. Mhm. Und seitdem bin ich nicht mehr zum Arzt gegangen. Okay, das war ja auch kein richtiger Arzt, der dich therapeutisch behandeln sollte. Nee, nee. Kein Psychologe. Ja, mit Männern habe ich das ja ganz schwer, ne? Mhm. Also männlichen Psychotherapeuten kann ich nicht mit. Okay, es gibt ja auch Frauen, die das anbieten. Ich finde, Susanne, du musst etwas unternehmen, du musst etwas tun. Ich möchte auch mal wieder eine Beziehung. Ich kann gar keine Beziehung mehr eingehen. Genau. Aber das geht natürlich nur, wenn du aktiv dabei bist, dir Selbsthilfe Hilfe zu organisieren. Ich bin die meiste Zeit nur auf der Couch. Und das ist ja keine Perspektive. Schlafe. So, und dadurch habe ich auch jetzt eine ganze Menge zugenommen. Deshalb, Susanne, möchte ich dich bitten, aufzulegen. Du wirst wieder von uns angerufen, von Anja, meiner Psychologin. Ja. Wir werden dir eine richtige, klare Beratung geben, was du, wie du deine Geschichte einfädeln solltest. Und da musst du es natürlich auch selbst tun. Ja, ich will das ja tun. Ja. Also wir sind gerne behilflich mit Ratschlägen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir in der Tat etwas helfen könnten. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön nochmal. Alles Gute von Herzen. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Ich gebe es zurück, Susanne. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Und weiter geht es mit Andrea. Und Andrea ist 26. Hallo, Andrea. Hallo, Domia. Hallo, Andrea. Weswegen rufst du mich an? Es geht halt darum, meine Mama, die hat heute die Diagnose bekommen, dass sie nur noch 7 Wochen zu leben hat. Nur noch 7 Wochen zu leben? Ja. Was ist los? Was hat sie? Sie hatte eigentlich Gebärmutterhalskrebs und dieser Krebs, der hat sich schon ganz weit fortgefressen. Ja, und im Endeffekt stehe ich mit meiner kleinen Schwester alleine da. Also, bitte kannst du den Hörer irgendwie ein bisschen halten? Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Also, deine Mutter hat Gebärmutterhalskrebs. Ja, richtig. Mhm. Und der ist jetzt so fortgeschritten, dass es überhaupt gar keine Therapie gibt. Meine Mutter die ist zu spät zum Arzt gegangen. Zu spät zum Arzt gegangen. Mhm. Aber ich finde es merkwürdig, wie kann man 7 Wochen sagen? Das sagt doch eigentlich gar kein Arzt. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war, weil die eine Klinik, die hat das da, wo meine Mutter wohnt, in dem Ort. Und es ging dann darum, dass sie eigentlich in dem Arzt durchsteht, dass sie noch operiert werden könnte. Mhm. Und jetzt hat die eine Klinik hat das schon abgelehnt, das zu operieren und der Arzt hat heute, ich war heute mit ihr zusammen, mein Frauenarzt. Und der Frauenarzt hat das in deiner Anwesenheit gesagt mit den 7 Wochen? Ja, der hat die reingerufen und ich bin natürlich so wie ich bin mit reinspaziert und ich bin ja auch von Natur aus neugierig und dann bin ich damit reinspaziert und dann, und dann hat er uns das so gesagt. Wie hat deine Mutter diese schlimme Nachricht aufgenommen? Also für mich und meine kleine Schwester sehr stark, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war sehr stark, dass sie es aufgenommen hat. Und sie weint jetzt halt so, sie dreht sich weg und dann weint sie. Lass mich nochmal fragen, ich kann die wirklich sehr schlecht verstehen. War deine kleine Schwester mit dabei? Nein. Oh Gott, ich finde, die war in der Schule, nein. Wie alt ist die kleine Schwester? Die ist 12, die wird jetzt 12. 13. Und wie hat deine Mutter diese Nachricht aufgenommen, als der Arzt das gesagt hat? Ja, so, also zu uns äußerlich sehr gut, aber sie weint auch viel, das sieht man halt, weil sie spielt halt viel an ihrem Computer rum und so. Und sie weint sehr viel. Weil dieser Krebs, da gibt es wohl 5 Stufen davon und die 5. Stufe, die hat sie auch. Mhm. Und das hat schon die Lunge und weiß ich nicht, was dieser blöde Krebs da schon angefressen hat. Und dieser Arzt, bei dem ihr heute wart, das war ein niedergelassener Gynäkologe. Ja, genau. Ihr Frauenarzt, das war kein Klinikarzt. Nein, aber der Klinikarzt, der sie behandelt hat, wo die diese Probe von diesem komischen Krebs genommen haben, der hat das schon abgelehnt, diese Operation. Der hatte dann diese Ausrede, er hätte nicht das richtige Team dafür und so. Und das, aber jetzt so, wie ich habe dann auch danach mit dem Arzt nochmal alleine gesprochen, das weiß meine Mama nicht, da ist schon die Lunge von diesem Krebs angefressen und die Nieren und weiß ich nicht. Entschuldige, wenn ich jetzt etwas doppelt frage, weil ich das vielleicht am Anfang nicht richtig verstanden habe. Gab es denn schon so etwas wie eine Chemotherapie? Nein, die haben das vorgeschlagen, aber die machen das jetzt nicht mehr. Also das heißt, man hat deine Mutter jetzt nach Hause geschickt, wir können nichts mehr machen. Ja, genau, richtig. Und, dass meine Mama sterben muss,
ich meine, ich muss irgendwie damit klarkommen, aber ich habe meine kleine Schwester noch, für die ich sorgen muss dann später. Das haben wir jetzt auch schon alles schriftlich festgehalten, keine Ahnung. Und wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 47. 47. Und lebt deine Mutter mit deinem Vater, leben die zusammen? Nein, mit meinem Stiefvater, das haben wir jetzt auch schon heute alles schriftlich gemacht. Mein Stiefvater ist schwerst alkoholabhängig und der geht danach, wenn meiner Mutter was passiert, also es wird passieren, aber wenn es dann so ist, dann geht er ins Altersheim. Und meine Kinder, wohin geht er? Ins Altersheim. Ins Altersheim? Wie alt ist er denn? Der ist 62. Und meine kleine Schwester, die bleibt dann bei mir, sie hat verpaten, aber... Das ist jetzt ist natürlich sehr schwer, so als ganz Außenstehender zu beurteilen. Es gibt natürlich einen Krankheitsverlauf, wenn der so fortgeschritten ist, dass man wirklich nichts mehr machen kann. Die kann auch nichts mehr machen, die kann gar nichts mehr machen, die kann also nicht mehr aufstehen, großartig, die kann überhaupt nichts mehr. Also du glaubst das, dass das so ist und würdest nicht sagen, wir fahren nochmal in eine andere Klinik und lassen sie... Ich habe da schon ganz viel Geld reingesteckt. Ich bin mit ihr nach Bonn in die Klinik gefahren, weil die soll sehr gut sein. Ich bin mit der zu sämtlichen Ärzten gefahren und da gab es so eine Heilerin für 300 Euro, die saß irgendwo im Fendo und wir sind da überall hingefahren. Die meinten alle, es wäre gar nichts mehr zu machen. Und heute, das war natürlich... Wie lange ist deine Mutter an dieser Krankheit schon erkrankt? Oh, seit 3 Wochen erst, aber schon länger. Also sie hat das schon mindestens ein Jahr in sich, weil das schon so groß, dieser Tumor, diese Quelle. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass auch die anderen Kliniken, wo du warst, dass die auch gesagt haben, man kann nichts mehr machen? Genau, richtig. Da kann man einfach wohl nichts mehr machen. Die machen es nicht. Und ich habe das jetzt auch privat bezahlt und alles und die meinten, das geht nicht mehr. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist natürlich jetzt ganz wichtig, Andrea, dass du deiner Mutter in den letzten Wochen, ich glaube, dass man das gar nicht so auf die Woche genau sagen kann. Niemand kann das wirklich so sagen. Ja, deswegen war ich heute auch sehr geschockt, dass der da meinte, 7 Wochen noch und keine Ahnung, da war ich wirklich sehr geschockt. Also da finde ich es so wichtig, dass du jetzt für den allerletzten Lebensabschnitt insofern sehr für deine Mutter sorgen solltest. Ich mache ja alles. Dass sie keine Schmerzen, dass sie nicht leidet, dass sie optimal schmerzbehandelt wird. Ja, weil ich tue ja alles. Ich pumpe das ganze Geld, was ich habe. Ich tue das alles in Medikamente und alles, was sie uns empfehlen. Alles, was ja, aber das musst du ja gar nicht. Ich weiß nicht, wohnst du hier im Köln-Bonner Raum? Ja, eigentlich wohne ich in Köln, aber ich bin jetzt vorübergehend hier zu meiner Mutter nach Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Rhein-Sieg-Kreis, okay. Würde ich dir empfehlen, da können wir dir gleich aber auch noch ein bisschen behilflich sein, dich mal schau zu machen, wo in deiner direkten Umgebung eine Palliativstation ist. Weißt du, mir ist das scheißegal. Ich würde alles Geld dafür geben, dass die umsonst ist. Ich meine, ich habe jetzt wirklich viel Geld verdient in den letzten Jahren. Ich war auch nicht viel für meine Mutter da. Aber jetzt, als ich das erfahren habe, ich habe wirklich alles Geld reingesteckt. Ja, das ist jetzt keine Frage des Geldes. Auf einer Palliativstation wird jeder gleich behandelt, ob er nur viel Geld hat oder wenig Geld hat. Ich sage das nur deshalb, weil ich glaube, dass dieser medizinische Rahmen auf einer solchen Station behandelt zu werden, das Optimalste ist für einen Menschen, der schwerst krebserkrankt ist. Ja, aber wie kann ein Doktor sowas sagen? Das weiß man doch gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich unverantwortlich. Und wissen Sie, warum, weißt du, der hat uns einfach den Befund in die Hand gegeben. Dann gehen Sie mal in die und die Klinik. Das war total frech von dem. Also, wenn meiner Mutter was passiert, ich werde ihm auf jeden Fall die Meinung sagen. Deswegen, das war schon sehr frech, dass er sowas gesagt hat. Das verstehe ich. Das sehe ich auch absolut so. Und ich kann auch dann. Ich stehe ja mit meiner kleinen Schwester ganz alleine da. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn es jetzt wirklich so sein soll, dass deine Mutter keine Überlebenschance mehr hat, wie gesagt, dann müsste alles so organisiert sein, dass sie nicht leidet, dass das Leid so weit wie möglich unterdrückt wird. Genau, dass sie keine Schmerzen hat, das ist der einzige Wunsch, den ich habe, dass sie echt keine Schmerzen hat, weil sie quält sich wirklich jeden Tag. So, und jetzt werden wir mal im Hintergrund gucken, wo in deiner Umgebung, im Radius die nächste Palliativstation ist, also wo man optimalst schwerstkranke Menschen behandelt, dass sie keine Schmerzen haben müssen, haben mehr, nicht mehr haben. Und
das würde ich dir dann, wenn das gar nicht mehr geht, dass sie vielleicht zu Hause nicht mehr liegen kann, würde ich das dir sehr empfehlen. Das war ja ihr einzigster Wunsch, dass ich sie nicht ins Krankenhaus gehe oder in irgendwie eine Sozialstation oder so, weil ich bin ja auch vom Fach eigentlich. Okay. Dann gibt es sicher die Möglichkeit, dass man auch die Ambulanz einer Palliativstation nach Hause kommen lässt. Auf jeden Fall muss deine Mutter optimal schmerztherapiert werden, schmerzbehandelt werden. Genau, dass sie keine Schmerzen mehr hat, das war auch so jetzt, was ihr, sie quält sich, sie bricht dann echt halt zusammen mit Schmerzen und sie liegt dann wirklich echt, ich koche dann hier zu Hause und dann sage ich schon, sie will mir helfen, sie will das, aber sie kann das alles nicht mehr. Jetzt werden wir dich, ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich nochmal zurück und versorgen dich mit den Informationen bezüglich dieser Station. Okay. Oder der ambulanten Hilfsdienste auch. Mhm. Ja. Okay. Wünsche ich deiner Mama ganz viel Kraft und natürlich. Darf ich dich dann nochmal anrufen, wenn es dann soweit ist? Sehr gerne. Natürlich. Okay. Natürlich, okay. Andrea. Okay, vielen Dank. Alles Gute dir und eurer Familie. Okay, vielen Dank. Tschüss. Hier ist Matthias. Matthias ist 30. Hallo Matthias. Hey, guten Morgen, Jürgen. Matthias. Servus. Servus. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's, mal ganz kurz gesagt, ich bin geschieden, habe eine 5-jährige Tochter. Ja. Bin jetzt seit 1,5 Jahren in einer neuen Beziehung. Bin da auch sehr glücklich in der neuen Beziehung. Und wir werden jetzt auch dann heiraten jetzt im Juli in Salzburg. Wie schön. Und du rufst das im Süden auch an, ne? Ich höre es an der Stimme, an der Sprache. Genau. Ja. Bodensee, Konstanz. Bodensee, wie schön. Ja. Auf jeden Fall, es ist alles perfekt. Nur es gibt ein kleines Problem, dass halt meine neue Partnerin auf meine Tochter eifersüchtig ist. Und sie glaubt oder sie denkt, dass mein Kind über ihr steht, wobei das nicht so ist. Weil ich sage immer zu ihr, man kann sich vergleichen. Man kann es gar nicht vergleichen. Natürlich steht das Kind dann irgendwie erster Stelle. Finde ich auch normal. Wie die Liebe zum Partner. Genau, Das geht nicht. Nur sie hat halt da extremst Probleme. Also, und das ist für mich halt jetzt ein Spagat. Lebt das Kind? Das Kind lebt bei dir? Nee, das lebt bei meiner Ex-Frau. Ach so. Aber ihr seht euch regelmäßig und der Kontakt ist gut. Also das Kind, also meine Kleine, die habe ich regelmäßig, ja. Alle 14 Tage auf jeden Fall und unter der Woche auch, wenn Zeit ist oder nur der Mann. Sind die beiden schon so aufeinander getroffen, deine Freundin, deine neue Freundin und die Kleine? Sie hatte schon getroffen, 1, 2, 3 Mal und da war es auch ziemlich okay. Bloß dann, meine Ex-Frau ist eine notorische Umzieherin, die wechselt da jedes zweite Jahr ihren Wohnsitz. Die war schon in Dresden, in Weimar, weil es gut war mit der Kleinen. Jetzt ist sie wieder am Bodensee. Und durch das ist die Kleine auch, war sie damals, sprich im Januar, als sie das letzte Mal gesehen hat, an Silvester, war die Kleine ziemlich durcheinander. Und sie war ziemlich aufgedreht und sehr anstrengend, muss ich zugeben. Und da hat sie halt irgendwie noch einen Knacks weggekriegt, meine neue Partnerin. Und jetzt will sie halt, du sollst sagen, so wenig wie möglich sehen. Ne? Moment, ihr sagt, deine neue Partnerin sagt, du sollst deine Tochter so wenig wie möglich sehen? Nee, sie möchte sie nicht mehr so oft sehen. Sie möchte sie nicht mehr so oft sehen. Ja. Was aber natürlich ein bisschen merkwürdig ist, wenn ihr jetzt heiratet, sieht sie sie automatisch. Das ist richtig, ja. Mich provoziert das, was du sagst. Mhm. Ich finde, das ist nicht zu rechtfertigen. Und ich finde, das ist eine schlimme Einstellung von deiner Freundin. Ich finde, sie muss akzeptieren, dass es dein Kind ist und dass dein Kind natürlich etwas ganz Wichtiges in deinem Leben ist. Ja, auf jeden Fall. Und dass das mit ihrer Beziehung zu dir überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist richtig. Und das ist mein Problem, wie ich das der Frau beibringen kann. Also wie gesagt, ich weiß darauf gar nicht und ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber hast du denn da nicht auch schon einen Zorn entwickelt, wenn deine Freundin, die du liebst, dein Kind ablehnt? Ja, schon. Ja, das verstehe ich. Ja. Hätte ich auch. Das ist aber halt, wie gesagt, es ist alles perfekt. Nur das ist halt der eine Punkt, wo wir uns halt, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, auf Deutsch gesagt. Deine Freundin hat aber selbst keine Kinder? Nee, sie hat keine Kinder, aber sie möchte halt mit mir welche haben. Ja, dagegen spricht ja auch nichts. Nee. Dagegen spricht ja auch nichts. Nee. Ich finde, bevor du jetzt sagst, wir heiraten,
finde ich, dass dieses Thema aber absolut gut geklärt werden muss. Ja, klar. Sonst hast du ein ganz großes Problem an der Backe. Das weiß ich. Was unter Umständen sogar zum Bruch einer solchen Beziehung führen kann. Wenn diese Frau nicht was ist denn deine Interpretation, deine These? Warum ist sie so gegen dein Kind? Nur aus Eifersucht? Also ich denke, da kommen einige Faktoren zusammen. Erstens, dass sie das Kind, wo sie haben möchte, nicht mit mir hat, sondern ich habe es mit meiner Ex-Frau gehabt. Mhm. Das ist mal das eine. Das andere, sie war 2 Jahre in Hongkong und wurde dort von ihrem damaligen Freund also regelmäßig verarscht und betrogen, und der ging regelmäßig zu Mutten und zu Prostituierten, und da wurde sie halt dann krank. Da hat sie angesteckt und sie hat halt da ihre Gebärmutter zur Hälfte verloren. Also sie hat nur noch eine Hälfte. Was hat sie verloren? Also sie ihr Eierstück gesinkt. Ach so. Ja. Das heißt, sie könnte gar keine eigenen Kinder kriegen? Also sie kann Kinder kriegen. Wir waren auch schon im Arzt. Das geht, aber es wird halt schwieriger. Ah ja. Und das ist halt... Das sind alles so Faktoren, die da mit rein spielen in das Ganze. Sie ist nicht zugänglich. Du kannst nicht ganz sachlich und neutral, sachlich mit ihr über diese Problematik reden. Es ist schwierig. Weil sie dann immer emotional wird oder dicht macht? Ja, entweder oder. Sie macht dicht oder wird emotional. Also wie gesagt, ich weiß nicht weiter. Also ich sage dir, Matthias, das geht nicht, dass sie verlangt, dass du den Kontakt und dass sie sagt, ich will dieses Kind weniger sehen. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Das ist die Grundbedingung, finde ich, für eine Verbindung zwischen dir und deiner Freundin, dass sie das so annimmt, dass du sehr oft dein Kind siehst und sie zwangsläufig dann ja auch. Ja, natürlich. Und das Optimalste wäre natürlich, wenn sie auch eine gute Beziehung zu dem Mädel aufbauen würde. Ja, das Verrückte ist ja, dass meine Tochter fragt ja andauernd, wie es ihr geht, und sie möchte es wieder sehen. Mhm. Ich finde, ihr beiden müsst, das ist ja offensichtlich sehr, sehr verfahren und sehr verkantet. Ja. Ich finde, dass ihr, bevor ihr heiratet, zu einer Partnerberatung gehen solltet. Genau wegen dieser Thematik, dass ihr in Anwesenheit eines Fachmannes, einer Fachfrau euch über diese Dinge klärend unterhaltet, wo sie dann nicht direkt zumachen kann oder aggressiv wird, weil eine neutrale Person dabei sitzt. Ich würde das verlangen an deiner Stelle. Dass dieses Thema muss geklärt werden. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und das eskaliert immer mehr und immer mehr. Und die stellt sich dann irgendwann, die übt sogar Druck auf dich aus, dein Kind nicht mehr einzuladen. Das geht doch nicht. Ja, das geht auch nicht. Nein, das geht definitiv nicht. Auch nicht mit. Nein. Matthias, ich würde gerne, die Sendung ist ja auch gleich rum, aber ich habe meine Meinung schon jetzt gesagt zu dem Fall. Dennoch, dass wir dich nochmal zurückrufen, und ich würde dir noch gerne von meiner Psychologin die ein oder andere Beratungsstelle in deiner Umgebung geben lassen. Okay. Dann könnt ihr und du kannst ja dann entscheiden, wie ihr das macht. Genau. Dann wünsche ich alles Gute und eine hoffentlich gute Lösung für das Problem. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederschauen. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Ove Petersen. Morgen sind wir, wie gesagt, wegen des Feiertages in Nordrhein-Westfalen nicht hier. Gibt es keine Sendung, aber es gibt wieder eine Sendung in der Nacht von Freitag auf Samstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr eins Festival und dann, wie immer freitags, eine freie und offene Themenrunde. Ich wünsche euch, sofern ihr auch einen Feiertag habt, einen schönen Feiertag und sage Tschüss, bis übermorgen. Bye, bye.